und Wolken. Zieh übers weite Meer. Wir sind wie Wogen. Wind ohne Wiederkehr. Verloren, vergessen. Was geht es uns noch an? Uns bleibt der Ozean, der weite Ozean. Ewig ist das Meer, gejagt und getrieben. Wir waren ein großes Heer. Wo sind wir geblieben? Fragt doch das weite An einem regnerischen Tag im letzten Krieg gehen vier Seekadetten an Bord eines Hilfsminensuchbootes. Mir reicht's. Wo liegt denn der Albatros? Hier, Backbord. Na, hoffentlich keine 5 Kilometer. Es ist ihr erstes Bordkommando. So wie das Wetter. Nasskalt und trübe ist die Begrüßung. Ist das der Albatros? Ja, stimmt genau. Wir warten schon auf euch. Ah, die Herren Offiziersanwärter. Wo ist denn der Kommandant? Er zieht sich gerade ein frisches Hemd an, um euch würdig zu empfangen. Dann sag ich mal, wir sind hier. Wohin, Seemann? Darunter. Hey, hey! Ist das der Mannschaftsraum? Wo haben Sie dich denn losgelassen, Kleiner? Was meinst? Wo kommst du denn her? Aus Böblingen. Und wie heißt der? Vögele. Na komm rein, du komischer Vogel. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich heiße Stollenberg. Emil Stollenberg. Aha. Wir kommen gerade von der Rekrutenausbildung. Und wie heißt du? Wie mein Vater. Wenn du hier frech wirst, kannst du gleich eine geschmiert kriegen. Du Klapperkasten, kannst mir mal deine Großmutter schicken. Vor der habe ich mehr Respekt. Hey, dir werde ich gleich eine Abreibung verpassen. Nicht doch. Ich heiße Teichmann. Und nur riech mal an der Knospe. Wenn die aufgeht, gehst du unter, sang- und klanglos. Verlass dich doch. Tut's. Was ist hier los? Wer sind diese Kerle? Sie haben wohl nicht nötig, sich beim ersten Wachoffizier an Bord zu melden, was? Seekadett Heine meldet sich von der Rekrutenausbildung an Bord. Nehmen Sie einen Spektakel ab. Verstehen Sie kein Deutsch oder haben Sie Dreck in den Ohren? Ich wasche mir eigentlich jeden Morgen die Ohren, Herr Leutnant, und im Deutschen hatte ich immer eine Eins. Ach, ein Akademiker. Na, damit Sie auch im Sport nicht aus der Übung kommen, drehen Sie doch gleich mal 3 Runden ums Deck. Ich werde Ihnen Ihre freche Klappe schon austreiben. Worauf warten Sie noch? Soll ich einen Fahrstuhl holen? Hey, wollen Sie Ihren Seesack nicht mitnehmen? Was soll ich Ihnen nachtragen? Woche für Woche dasselbe. Der ganze Albatros-Rummel hängt mir schon zum Hals raus. Was regst du dich denn auf? Du hast dich doch freiwillig dazu gemeldet. Na schön. Also, was machen wir nur heute?
Ein hassenswertes Tier auf zwei Beinen ist der Soldat am Sonntagnachmittag, der mit sich nichts anzufangen weiß. Ich gehe ins Kino, tu was für meine Bildung. Ach, zu faul. Komm, geh mal segeln. Brauchst dich wenigstens nicht anzustrengen. Na ja, das ist vielleicht eine Idee. Bin gespannt, wie es wird, wenn wir das erste Mal auslaufen. Und wenn es dann so richtig knallt. Hey, du faules Aas, du verschlägst noch den ganzen Krieg. Hey! Spielt ihr noch mal Badewanne, Kapitän, ihr Flaschen? Immerhin bist du jetzt wach geworden. Ach was, so ein dämliches Volk. Benehmen sich, als ob sie ein Ozeandampfer wären. Und im Übrigen wird dieser Rattendampfer heute mal auf Hochglanz poliert. Nummer eins. Wir teilen die Besatzung zum reinen Schiff ein. Ich werde aber nachher jeden Raum kontrollieren, damit dieser vergammelte Haufen einmal lernt, was Sauberkeit ist. Los, fangen Sie an, Nummer eins. Moment. Wer hat denn gestern Nachmittag die Jolle 22 gesegelt? Vortreten. Herr Wetzbald. Ah, die Herren Offiziersanwärter. Das hätte ich mir ja denken können. Und wer von euch einig saß am Ruder? Ich, Herr Leutnant. Wer ich? Sekretär Stollenberg, Herr Leutnant. Eintreten! Sie sind das gewesen. Was soll ich gemacht haben? Was Sie gemacht haben, das wird Ihnen der Flottillenchef höchstpersönlich mitteilen. Aber machen Sie sich gleich auf ein paar Tage Bau gefasst. Was stehen Sie doch hier rum, Mensch? Hauen Sie ab, ziehen Sie sich um, melden Sie sich beim Chef. Verstehen Sie was von Frauen? Wie bitte, Herr Kapitän? Ob Sie was von Frauen verstehen, habe ich gefragt. Herr Kapitän, ich glaube, Herr Kapitän verwechselt mich. Ich bin Teichmann, ich... Der Seekadett Teichmann. Der Seekadett Teichmann. Ich soll bestraft werden, ich weiß nicht. Passen Sie mal auf. Sie haben doch da gestern zwei Damen angepflaumt, die im Motorboot an Ihnen vorbeifuhren. Ach so, ja. Jawohl, Herr Kapitän. Aber die fuhren ja auch wie eine gesenkte Sau zur See. Was taten die? Ich meine, die fuhren völlig unvorschriftsmäßig, Herr Kapitän. So. Jawohl. Jedes Segelboot hat Wegerecht gegenüber einem Motorboot. Das Motorboot fuhr unverschämt schnell, hätte mit der Fahrt runtergehen müssen, aber da saßen ja zwei alberne Gänse. Damen drin. Die eine davon war die Frau des Hafenkommandanten. Oh. Zufällig. Und daher kommt auch die Meldung. Wir haben Pech gehabt. Tja, was mache ich nun mit Ihnen? Was ist heute Nachmittag für Dienst angesetzt? Rein Schiff, Herr Kapitän, danach dienstfrei. Damit Sie mal lernen, wie man sich Damen gegenüber benimmt, werden Sie sich heute Nachmittag zur Strafe bei meiner Frau melden und ihr helfen, meine Dienstwohnung einzurichten. Es kann sein, dass Sie noch einige Sachen aus der Stadt holen müssen. Ziehen Sie Ihre Ausgehuniform an und lassen Sie sich eine Urlaubskarte geben. Um drei vor meiner Wohnung, ist das klar? Jawohl, Herr Kapitän. Warten Sie auf mich? Schön wär's. Ich warte auf die Alte von meinem Chef. Das bin ich. Au. Guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Pfeifen Sie immer, wenn Sie jemand begrüßen? Nein, eigentlich nicht, aber... Na, dann wollen wir gehen. Danke. Parole heißt Flaschenpost. Werd's mir merken. Schönen guten Tag, Neffa. Starten Sie. Kommen Sie mal her. Fingernägel. Was ist das? Könnten sauberer sein, scheinen Hoftrauer zu haben, was? Mütze ab. Ihnen muss wohl Krankenschein ausstellen, damit Sie endlich mal zum Friseur gehen. Mütze auf. Merken Sie sich. Wenn man eine Dame begleitet, hat man in tadelloser Schale zu sein, verstanden? Ob Sie mich verstanden haben? Jawohl, Herr Leutnant. Taschentuch. Dürfen wir jetzt endlich gehen? Aber selbstverständlich, Frau. Ich muss nur das Äußere des Mannes prüfen. Ich muss ihm... Das habe ich bereits getan. Jawohl, Frau. Kommen Sie. Hey, was sehen meine entzündeten Augen? Guck mal, der Hans mit der Alten vom Chef.
Mensch, die ist prima. Genau das hat mir der Arzt verschrieben. Karosserie ist gut. Hey, bist du wahnsinnig? Die haben die alle im Schrank, wa? Wenn die hängt, dann haben sie es geschafft. Dann sind sie fertig. Schade. Warum? In ein paar Minuten ist sowieso Dienstschluss für sie. Dann ginge ja die Arbeit von der Freizeit ab. Das ist doch keine Arbeit, was ich da mache. Sondern? Kann ich noch mal den Schraubenzieher haben, bitte? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Entschuldigen Sie, Frau, dass ich so von oben herab mit Ihnen rede, aber... Das hebt wohl Ihr Selbstgefühl. Vielleicht. Ich wollte nur sagen, die Gardine ist mir rausgerutscht. Nun ist sie Ihnen schon zweimal rausgerutscht. Aber nee, Frau, ich habe wirklich... So langsam gemacht, weil ich mir sage, wenn ich heute nicht fertig werde, dann... Ja, Sie bringen mich da auf eine gute Idee. Täuschen Sie sich nicht. Ich kann nicht morgen schon wieder eine Hilfe anfordern. Und warum nicht? Weil es nicht geht. Und überhaupt, ich muss mich jetzt ums Abendessen kümmern. Mein Mann wird gleich kommen. Sie brauchen meinetwegen keine Umstände zu machen. Notfalls esse ich an Bord. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich so jung oder sind Sie so frech? Nur so jung, gnädige Frau. Jahrgang 18, besonders spritzig. Und noch nicht ganz ausgegoren. Stimmt, bessert sich aber von Tag zu Tag. Wo sind Sie eigentlich zu Hause, Teichmann? Im Internat. Mein Vater ist tot und meine Mutter ist wieder verheiratet. So, jetzt hängt sie. Gut haben Sie das gemacht. Möchten Sie nicht eine Zigarette rauchen, bevor Sie gehen? Gerne, danke. Und Sie? Mein Mann erlaubt es nicht. Das heißt, er mag es nicht. Er findet, es passt nicht zu mir. Ach was. Erstens sieht das nicht, zweitens passt eine Zigarette zu jeder schönen Frau und drittens bleibt sie unter uns. Na schön. Mein Mann. Edith? Tag, mein Liebes. Schlechte Nachrichten. Morgen Abend haben wir den Hafenkommandanten mit meinen Offizieren und Damen zu Besuch. Ich konnte es leider nicht aufschieben. Ich will mein Bestes versuchen. Ah, Herr Teichmann. Na, wie schmeckt die Zigarette während der Dienstzeit? 2 Minuten nach Dienstschluss, Herr Kapitän. Also, dann hör dir das an. Ist der frechste Typ in meinem Verein. Aber Gardinen anmachen kann er sehr gut. Jetzt musst du ihn auch noch in Schutz nehmen. Übrigens können Sie auch Bowle machen. Bowle? Ja. Ich möchte gern, dass er dir dabei zur Hand geht. Du hast sowieso genug zu tun bis morgen Abend. Bowle ist meine Spezialität, Herr Kapitän. Ich meine ansetzen, nicht ausdringen. Jawohl, Herr Kapitän. Nee, Farb, vielleicht ist das jetzt die richtige Mischung. Ganz beschwipst von vielen probieren. Sauer. Schmeckt wie Essig. Oh, das ist kein Problem. Das ist doch viel zu viel. Aber keine Spur, das ist genau richtig. Ach, drehen Sie doch bitte mal die Platte um oder nehmen Sie eine neue auf, ja? Wirklich unverbesserlich. Sagen Sie mal, wie weit sind Sie nun eigentlich mit Ihrer Bowle? Fertig. Also ich finde sie ausgezeichnet. Bitte überzeugen Sie sie. Ich habe so den leisen Verdacht, dass Sie noch nie in Ihrem Leben eine Bowle angesetzt haben. Ich kann Ihnen leider nicht widersprechen. Aber Sie haben doch behauptet, das wäre Ihre Spezialität. Angabe. Ich wollte nur wiederkommen. Gehen Sie, Teichmann. Sofort.
Na, spielen wir oder spielen wir nicht? Na ja, gut, aber ich weiß nicht, wo Hans Teichmann ist. Ich habe ihn den ganzen Abend nicht gesehen. Hol ihn. Verdammt schön, was? Wer? Na, frag da nicht so blöd. Hier zur Abkühlung. Mach's auf dein Bier. Hey, hey, hey. Entschuldige, Gerd. Na, komm. Die Minensuchflottille läuft aus. Sorglosigkeit und Erwartung mischen sich in den Herzen der Kadetten mit der geheimen Angst, wie es wohl sein wird, wenn es wirklich knallt. Emil ist ja doch ein Tierfreund. Wieso ist das ein Tierfreund? Da füttert die Fischer, das siehst du doch. Haha, hast du den Witz gemacht, Hans. Saumäßig lachen müssen. Jetzt ist mir besser. Mal sehen, wie lange. Ach du, meine Herren, der Pauli kommt. Krise denn auch schön. Einmal am Tag müssen wir es ja machen. Soll das eben eine Ehrenbezeichnung gewesen sein? Jawohl, Herr Leutnant. Wiederholen Sie mir das nochmal. Fliegeralarm wurde gegeben. Los, auf eure Station! Ich soll doch nochmal eine Ehrenbezeigung machen, Herr Leutnant. Halt Sie am Maul! Lass ihn doch, der ist ja blem. Wie heißt der Kerl? Sicherte Vögele. Vögele. Verdammt, der ist noch weit weg. Er ist ein kluges Kind, der bleibt außer Schussweite. Knall ihm doch mal eine von Latz. Du darfst nicht schießen ohne Feuererlaubnis. Solltest du langsam auch schon wissen. Ja, aber wenn er näher kommt. Tut er nicht. Siehst du, er dreht ab. Tatsächlich. Das war ein Aufklärer. Wegtreten von Gefechtsstationen. Alten Kurs gehen. Alten Kurs gehen. Vögele, hören Sie mal. Man hat sie mir zum Rapport gemeldet. Sie sollen sich dem Leutnant Pauli gegenüber respektlos aufgeführt haben. Was haben Sie sich ja nicht dabei gedacht? Nix, Herr Oberleutnant. Und was haben Sie zu Leutnant Pauli gesagt? Zu Leutnant Pauli haben die gar nichts gesagt. Die haben nur zu meinem Kamerad Deichmann gesagt, der ist ja blem. Ja, Menschenskind, sind Sie denn verrückt geworden? Wie können Sie denn sowas zu einem Vorgesetzten sagen? Haben Sie nichts zu Ihrer Entschuldigung vorzubringen? Nein, Herr Oberleutnant. Oder haben Sie mit dem Wort vielleicht gar nicht Leutnant Pauli gemeint, sondern einen Ihrer Kameraden? Nein, mein Kamerad ist in Ordnung. Sie waren wohl sehr aufgeregt, wie? Ich? Keine Spur, aber der Pauli war aufgeregt. Der ist ja umeinander gesaust wie ein Geißbock. Mein Gott, Sie haben wirklich eine sagenhafte Art, sich auszudrücken. Gewöhnen Sie sich mal eine andere Sprache an. Sie, Kadett Heine, bittet eine Bemerkung machen zu dürfen. Ja, was wollen Sie denn? Herr Oberleutnant, in Süddeutschland, da heißt Plemplem so viel wie bei uns in Norddeutschland, nervös, aufgeregt, durchgedreht. Nur das wollte Vögele sagen. Stimmt das? Nicht ganz so ungefähr, aber ich war nicht aufgeregt. Aufgeregt war der Leutnant Pauli. Naja. Ich werde mit dem Leutnant Pauli noch mal sprechen, bevor ich Sie einsperre. Sag mal, Mensch, bist du eigentlich so blöd oder tust du bloß so? Das habe ich vielleicht gern, wenn sich andere mein Gespräch einmischen. Du bist wirklich das dämlichste Stück, das mir je begegnet ist. Worauf zum Teufel warten die denn noch? Feuer frei! Dem hast du es aber gegeben. Kann man sagen. Und wie schnell das gegangen ist. Du musst Augen haben, scharf ihn rettig. Wenn sie bloß noch mal käme, damit ich einmal abschießen kann.
Teichmann, Moment mal. Morgen, Herr Obermatt. Morgen. Sie sollen für 14 Tage in den Heizraum. Wieso? Strafversetzen, Heizraum wegen schlechten Grüßen. Befehl von Leutnant Pauli. Pauli, das kann der gar nicht befehlen. Ich gehe zum Kommandanten und beschwere mich. Ja, mein Junge, tu das, Mann. Wirst aber Pech haben. Ach so. Solange kein neuer Kommandant an Bord ist, nimmt Leutnant Pauli diese Stellung ein. Kapiert? Kapiert. Ich habe Befehle weiterzugeben, sonst nichts. Verstehe. Ich werde Kohlen in den Kessel schmeißen, bis er platzt. Tu das, Mama Junge. Vergiss aber nicht, du stehst vor dem Kessel, wenn er platzt. Immer feste drauf. Siehst du, das hast du davon, dass du unseren Herrn Pauli nicht sei genug gegrüßt hast. Der kann mir am Arsch lecken. Der macht mir nichts zur Sau. Und du quatsch nicht so blöd, hol mir lieber einen Kaffee. Komm mal her. Alarm! Flottillenchef, gib Schnellbootalarm, Herr Leutnant. Wo? Wo? Da, 3 Steuerbord. Wir müssen Alarm geben. Ja, los. Alarm geben. Los! Alarm geben! Wird gegeben. Sie müssen randrehen, Herr Leutnant. Warum denn? Ich drehe ab. Sie müssen randrehen. Sie müssen noch in den kleineren Winkel drehen, Herr Leutnant. Sonst schieben wir uns doch ein Torpedo in den Bauch. Bevor wir verbrühen. Pack ihn mir auf die Schulter. Schottendicht. Los, alle Schottendicht, Schottendicht! Der Befehl ist bereits weitergegeben worden, Herr Leutnant. Wingspur an Führerboot. Hab Torpedotreffer, Boot sinkt schnell. Los, geben Sie es ab. Jawohl, Herr Leutnant. Aber warten Sie doch. Beeilung, verdammt nochmal. Es ist doch noch gar nicht sicher, dass das Boot sinkt, Herr Leutnant, wenn die Schotten halten. Ich habe Sie nicht um Ihre Meinung gefragt. Wir sinken, das sehen Sie doch. Bis jetzt haben wir nur Schlagseite. Herr Leutnant, ich muss in den Heizraum. Sind Sie übergeschnappt? Ich bitte, in den Heizraum gehen zu dürfen, Herr Leutnant. Dort ist Teichmann. Mensch, ich schmeiß über Bord, wenn Sie meinen Befehl nicht ausführen. Große Fahrt voraus. Herr Leutnant, im Heizraum sind noch Leute. Bitte um Erlaubnis, das Schott öffnen zu dürfen. Nein. Herr Leutnant, ich möchte bemerken... Nein, habe ich gesagt. Haben Sie Dreck in Ohren? Morsespruch vom Führerboot. Flottillenchef an Kommandant. Komme mit Führerboot längsseits. Na, endlich. Geht nicht. Ist dicht. Die Schweine haben dicht gemacht. Teichmann ist unten. Verstehen Sie, Teichmann ist mein Freund. Da kann ich raus. Da muss ich runter, den muss ich holen. Hau schon ab. Die Balkonnen schmoren wir hier wie eine Weihnachtsgans. Aufmachen! Hans! Hans, komm raus! Los! Erst den Koch. Der ist verletzt. Was ist denn hier unten los, was? Warum drücken Sie sich hier rum? Wir haben die 3 noch rausholen können, Herr Leutnant. Warum haben Sie die Brücke verlassen? Ich frage Sie, warum Sie die Brücke verlassen haben. Das ist Befehlsverweigerung, mein Lieber, das ist glatte Befehlsverweigerung. Aber die wären doch verbrüht, Herr Leutnant. Das ist mir doch scheißegal, Mensch. Aber die wären doch umgekommen, Herr Leutnant. Halt, ihr dreckiges Maul! Ich werde Sie vor das Kriegsgericht stellen, ich werde Sie... Was wollen Sie denn, was? Hans, lauf! Die Sau, die schlag ich durch! Mensch, nicht so wahnsinnig auf, Hans! Flottillenchef kommt an Bord. Das wird Ihnen noch leid tun, Teichmann. Obersteuermann Karls meldet sich als wachhabender Offizier. Boot ist manövrierunfähig. Das sehe ich. Wo ist Leutnant Pauli? Ich weiß nicht, Herr Kapitän. Er hat soeben die Brücke verlassen. Was sind denn das für Manieren? Ist gut. Herr Kapitän, ich habe Ihnen einen Disziplinarfall zu melden. Ich wurde eben... Wo haben Sie denn Ihre Mütze? Es weht doch fast kein Wind. Kann die noch nicht vom Kopf geflogen sein? Ich weiß nicht, Herr Kapitän. Und außer dem Disziplinarfall haben Sie mir nichts zu melden? Doch.
Wir haben einen Torpedotreffer, glaube ich. Das glaube ich auch, Herr Leutnant. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, als einziges Boot der ganzen Flottille nach Backbord abzudrehen? Das war das Blödeste, was Sie machen konnten. Die Schnellboote musste ein Blinder sehen. Jawohl, ich habe sie auch gesehen, aber... Na und? Lassen Sie auf der Back die Leine zum Abschleppen klar machen. Jawohl, Herr Kapitän. Ich warte auf Ihre Antwort. Was gibt's? Wassereinbruch ist gestoppt, Herr Kapitän. Schotten? Sind dicht und halten. Und dann melden Sie mir durch Winkspruch, dass Ihr Boot sinkt. Ich merke aber nichts davon. Ich hatte Angst. Den Eindruck habe ich auch. Und dann laufen Sie einfach von der Brücke weg. In meiner Flottille werden Sie keine Brücke mehr betreten. Ich werde Sie wegen Unfähigkeit ablösen lassen. Von mir aus können Sie Ihre Tage an Land verbringen. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Und was für ein Disziplinarfall wollten Sie mir melden? Kein. Es war nicht wichtig. Ist nicht mehr wichtig. Hans, gehen wir dann zum Puppen von Dora? Ach, was geh mich deine Weiber an? Moment, Dora ist das beste Stück. Deine Dora ist mir vollkommen schnuppe. Auch für dich ist was dabei, Kleiner. Hey, Wille Hoffe. Ja, was ist? Bist du unter die Gepäckträger gegangen? Das ist ein Schiffszeitzeug. Muss jetzt Haus rübertragen. Moment mal, damit du dir keinen abbrichst. So was habe ich früher an der Uhrkette getragen. Das ist mir aber mal ein netter Kerl. Das muss ich schon sagen. Ich glaube, der will auf Hausdiener trainieren. Arbeit Adel, Süßer. Ja, da bleibe ich lieber bürgerlich. Entschuldigen Sie, ich soll das Gepäck... Bitte. Noch was? Ich möchte Sie um Verzeihung bitten, gnädige Frau, für meinen... Ich weiß, dass ich das nicht... Ich hätte das natürlich nicht tun dürfen, aber ich war so... Betrunken. Das wollen Sie doch sagen, nicht wahr? Sie brauchen mich gar nicht um Verzeihung zu bitten. Betrunkene nehme ich nie ernst. Ich war nicht betrunken. Keiner von uns beiden war betrunken. Ach, Sie sind auch noch stolz auf Ihr Benehmen. Das machen Sie wohl immer so. Das ist anscheinend Ihre Art, mit Frauen umzugehen. Wenn ich meinem Mann etwas davon gesagt hätte. Aber Sie brauchen sich nichts darauf einzubilden, dass ich nichts gesagt habe. Sie sind mir einfach zu kindisch. Los, Jungs, rein in die gute Stube. Herzlich willkommen in Doras Luxus. Mein kleiner Tier, nicht in frisch gewagtes Halt geworden, was Emil das nach der Wacht. Später, meine Kleine. Hallo, das ist eine halbe Albatros. Zwei doppelte Cognacs für den müden Seemann. Wo ist Teichmann? Kommandantenschläger! Mensch, die Masse ist aber gegeben! Ach, Quatsch! Stillgestanden, Teichmann! Stehen Sie stramm! Aussprecher Anerkennung! Rühren! Na, woher wisst ihr denn das? Na, sowas spricht sich rum, mein Lieber. Sie werden es bei der Marine noch weit bringen. Na, wenn ihr das in der Gegend rumposaunt, da werde ich morgen früh erschossen. Dann bleibt alles unter uns, Ehrenwort. Na, mal sehen, wie lange. Nochmal dasselbe. Dora. Hey, Dicker, wo ist Dora? Mach gerade einen Augenblick Pause. Und das hab ich vielleicht gern. Was willst du denn von ihr? Dreimal darfst du raten. Wie heißt du denn, Kleiner? Vögele. Auf Antrag kann man seinen Namen ändern lassen, Mensch. Hast du irgendwelche praktischen Vorschläge? Mal sehen, was ich machen lässt. Sag mal, willst du den ganzen Abend tanzen? Hast du keinen Durst? Na klar hab ich Durst. Lass mal was auffahren, Süßer. Hallo, Gerd, du? Hallo, Dora. Hier. Ja, in der Zeit, dass du kommst. Du wirst ja immer jünger, Mädchen. Ja, und immer geistreicher. Er ist nämlich mein intelligentester Freund. Er philosophiert immer mit mir. Hm? So, so. Gar nicht so, so. Wer bist denn du eigentlich? Oh, entschuldige, Dora, das ist Hans Teichmann, Freund von mir. Oh, seine guten Manieren scheint er aber zu Hause gelassen zu haben. Ich hatte keine Ahnung, dass in Ihrem Hause so hohe Anforderungen an das gute Benehmen gestellt werden, gnädige Frau. Hey, Vorsicht, Hans, ja, verärre mir Dora nicht. Ach, komm, lass doch, Gerd. Wir Minderjährigen haben heute Ausgang.
Sie trinken und quatschen so viel sie können, damit sie sich hinterher ein bisschen erwachsen fühlen dürfen, ne? Sieh mal du, jetzt ist er ganz brav und still geworden. Gelangweilt wäre das richtige Wort. Sag mal, warum hast du den Kerl eigentlich mitgebracht? Du weißt doch, dass ich diese frechen Typen nicht vertragen kann. Aber Dora, das habe ich dir doch schon gesagt. Erstens ist es mein Freund und zweitens ist er der Einzige, der weiß, wer Schopenhauer war. Es gibt viele, die denken, er sei ein Gauleiter. Oh, ist doch Quatsch. Weiß doch jeder, dass Schopenhauer ein Komponist ist. Oh, Dora, bitte nicht weiter, ja? Er war ein Philosoph und hat ein Buch über und gegen die Weiber geschrieben. Und er war es, der gesagt hat, das niedrig gewachsene, schmalschultrige, breithüftige und kurzbeinige Geschlecht das Schöne zu nennen. Und nur der vom Geschlechtstrieb umnebelte männliche Intellekt. Das ist ein Idiot. Ja, dich hat er ja nicht gekannt. Du musst ja nur schon wieder. Ich muss mich doch um meine Gäste mal kümmern. Ja, aber komm bald wieder. Ja, aber nicht bevor dieser Grünschnabel hier weg ist. Da kannst du doch kein Verständnis für einen Philosophen verlangen, der ein Weiberfeind war. Hm? Kannst du von keinem mir verlangen. Nun, das will ich auch mal sehen. Ich werde jetzt diesen Heines hier allen eine Rede halten. Na, Gerd, du bist ja voll besoffen. Nee, ich bin nicht voll besoffen. Ich will jetzt diesen Heines hier eine Rede halten. Aber bleib doch hier, du kannst ja nicht mehr gerade stehen. Ich will jetzt diesen Heines hier eine Rede halten. Und jetzt hört mal zu, Jakaka. Ein Zitat von Arthur Schopenhauer. Super, der Heine dreht durch, Mensch. Bleib auf den Teppich, Gerd. Schon der Anblick der traurigen weiblichen Gestalt beweist, dass das Weib weder zu großen geistigen auch körperlichen Arbeiten bestimmt ist. Ja, Gerd, du kannst an so einem Lokal nicht eine Rede gegen die Weiber halten. Natürlich kann ich das, hast du doch gehört. Und nun schieb ab. Und hör mir mal zu, Mädchen, Schopenhauer lehrt weiter. Mit dem Mädchen, da hat es die Natur auf das, was man im dramaturgischen Sinn einen Knalleffekt nennt, abgesehen. Ja. Du Schweinige. Ich lass dich nicht beleidigen. Junge, hör mal, das war mein Freund! Ja. Hier, komm. Wasch dich, du Kerl. Sag mal, welche Frau ist dir denn auf die Hühneraugen getreten? Wieso? Ach, du doch nicht so. Wenn sich ein Mann benimmt wie du, dann hat ihn doch eine Frau abblitzen lassen. Es war eine Frau, die der junge Mann sehr, sehr liebt. Hm? Geht dich einen feuchten Käse an. Gib doch nicht so an. Kenn euch doch. Bist doch nicht der Erste, der hierher kommt und vergessen will. Wer will vergessen? Ich weiß. Es tut weh, sowas. Hm? Ich bin bloß nicht die barmherzige Schwester. Meine ja nicht diese Schmerzen, sondern diese. Ich weiß, die Medizin für dich. Die Flottille wird nach Frankreich verlegt. Die Boote müssen den englischen Kanal durchlaufen. Backbord 2 Grad. Der Leuchtturm von Ushan, Herr Kapitän. Na, dann hätten wir es ja bald geschafft. Jawohl, Herr Kapitän. Schön wär's ja. Ich nehme mal ein Auge voll Schlaf. Passen Sie mir gut auf. Jawohl, Herr Kapitän. Gute Wache. Gute Ruhe, Herr Kapitän. 18? Ja. 20? Mhm. 2? Mensch, weg, hab Familie. 0, ja. 4, mhm. 7, mhm. 30. Lass den. So, jetzt wird euch Papi mal zeigen, wie man im Drang ohne Vieren gewinnt. Verliert, Kontra. Wieso hast du alle vier dagegen? Jetzt werde ich dir auf den Rüssel binden. Mauerfritze. Guck dir doch mal an, was ich in Vögel des Kurier finde. Der schreibt im Geheimen Gedichte ab. Die Schönheit ist von allem Sein der Sinn. Sie nahm zuerst von den... Böse Junge. Sie nahm zuerst von den verhehlten Lenden die falschen Falten einer schlechten Scham.
Die rohe Freude wurde vor ihr zahm und von ihr trägt die Sehnsucht und der Gram die schmalen Kronen, welche blenden. Der Kerl schreibt Gedichte ab und kann selber kaum Deutsch. Ich finde, das ist ein sehr schönes Gedicht. Ja klar, und Vögel ist eine sehr feine, lyrische Natur. Du solltest nicht immer alles durch den Dreck ziehen, Gerd. Du Intelligenzbestie kennst natürlich keine echten Gefühle. Nun los, lies doch mal weiter. Ich kann nicht glauben, dass der kleine Tod, den wir doch täglich überm Scheitel schauen, in seine Sorge bleibt und eine Not. Ich kann nicht glauben, dass er ernsthaft droht. Ich lebe noch, ich habe Zeit zu bauen. Mein Blut ist länger als die Rosen rot. Was ist denn mit euch los? Habt ihr jetzt Maulsperre? Los, komm, spiel aus, was kommt, das wird schon. Kapitän. Boot 4 meldet sich auch nicht mehr. Möchte wissen, wo unsere Jäger bleiben. Luftunterstützung ist angefordert. Torpedoboote laufen aus. Was nützt das? Jetzt schwimmt nur noch der Albatros, das Führerboot. Wenn es sich bis zum Einbruch der Dunkelheit halten kann, dann dürfte das Boot in Sicherheit sein. Na, hoffen wir's. Hans Junge, was ist? Oh, die Schweine. Oh. Bleib hier liegen, Hans. Wir machen die Rettungsboote klar. Wir holen dich. Thank you.
den Teichmann nicht gesehen. Ich habe ihn nur über Bord springen sehen. Herr Kapitän. Herr Kapitän! Verdammte Scheiße. Los, komm, lass los. Lass endlich los, du Idiot! Meine Augen brennen so. Dies verdammte Salzwasser. Jetzt besser? Wer bist du? Teichmann. Oh Gott. Hey, Gerd! Da vorne schwimmt was. Das ist ein Wrackstück. Und Hans, los, Tempo, Leute, beeilt euch! Und wir kommen! Jungs, noch mehr! Beeil euch doch verdammt nochmal! Hans, kann ja nicht meine Hand fertig setzen! Vorsichtig! Auf dem Flottillenschiff ist verwundet! So, komm, komm rein mit dir, Junge! So, Jan, das fass doch mal mit Hand von mir! Komm doch mal! Was ist aus? Jetzt! Komm, Engelsmund! Oh, ja. Erich, alter Junge. Ich bin's. Lütke. Wer? Jochen Lütke? Ja. Mensch, du. Ich
Ich mach dir Ungelegenheiten, was? Deinetwegen bin ich ganz gerne mal aufgetaucht. Dass wir uns hier treffen. Es wird schon alles wieder in Ordnung kommen. Muss es auch. Wegen Edith. Du warst ja damals dabei, als wir heirateten. Ich werde sie benachrichtigen. Gut. Jetzt versuche erst mal zu schlafen, ja? Ja. Er sieht aus wie ein Araber, wie ein Beduine, wissen Sie, so mit Turban. Steht ihm ganz gut. Wie geht es ihm? Ist es schlimm? Kein Gedanke. Nur erschrecken Sie nicht, wenn ihm das Salzwasser das Gesicht ein bisschen ramponiert hat. Hm? Erich. Mein Liebes. Ich hab dich kommen hören. Ich hab dich an deinem Schritt erkannt. Was ist denn nun mit Wegener los? Es tut mir leid, Ihnen nichts Definitives sagen zu können. Jedenfalls kann ich ihn nicht operieren. Warum nicht? Ich bin kein Spezialist. Er muss in eine Klinik nach Deutschland gebracht werden. Der Fall ist etwas kompliziert, Herr Kapitän. Die ganze Nacht hielt er mich über Wasser. Sogar seine Schwimmweste hat er mir umgebunden. Tja, ohne den Teichmann wäre es aus mit mir gewesen. Geh doch mal zu ihm. Er muss hier irgendwo liegen. Und sag ihm, ich hoffe, ihn bald sehen zu können. Nimm die Blumen mit. Er hat im Augenblick mehr davon als ich. Danke, Teichmann. Das ist Teichmann. Er hat meinem Mann das Leben gerettet. Gehen wir zu Erich. Ja. Edith. Aber ordentlicher machen. Der Herr Staatsarzt wünscht, dass die Decke vollkommen glatt gestrichen ist. Mach ich schon, Schwester. Gut. Das gilt für Sie auch. Das ist schön. Tag, Schwester. Tag, Schwester. Guten Tag. Wo wollen Sie hin? Wir möchten Herrn Teichmann besuchen. Was haben Sie in Ihren Taschen? Ich muss Sie gleich darauf aufmerksam machen, dass der Herr Staatsarzt das Mitbringen von Alkohol strengstens untersagt hat. Alkohol? Ich verstehe mal Alkohol. Weißt du was von Alkohol? Wäsche, Schwester, Wäsche für unsere Freundin. Ja, wir fahren nämlich auf Urlaub und irgendetwas müssen wir doch aus Frankreich mitbringen. Was passt denn das für Sie dabei, Schwester? Vielleicht. Hallo, Junge! Mensch, geil, du lebst ja immer noch. Du bist auch nicht umzubringen, was? Nee, hast dich zu früh gefreut. Wie geht's dir denn? Ach, wenn ich dein Vollmondgesicht sehe, Emil, großartig. Was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Wir haben inzwischen einen neuen Dampfer und schippern seit 6 Wochen wieder im Kanal und suchen Minen. Ja, und stell dir vor, wir haben jetzt die Kommandierung zur Marineschule. Gratuliere, ich auch. Was? Schwer verrückt. Da ist ja der alte Haufen wieder zusammen. Du und Papi hat dir was mitgebracht. Das ist Reizwäsche? Hm, nee. Es kommt stets darauf an, was man unter der Wäsche findet. Oh. Donnerwetter! Das auf sie aber nicht an einem Abend genügt, wenn du 2 dazu nimmst. Meine Herren, der Herr Stabsarzt kommt zur Visite. Oh Gott, wir verdrücken uns. Bis nachher.
nun lasst uns auf das Wohl unserer neugebackenen Fähnriche anstoßen. Danke, Herr Vater. Das schönste Weihnachtsgeschenk, die Fähnriche sitzen. Wie? Zum Wohl, meine Herren. Zum Wohl, Herr Onkel. Zum Wohl. Ich habe so das Gefühl, dass dies das letzte Kriegsweihnachten sein wird. Der Führer wird schon wissen, was er tut. Bis jetzt hat er sich immer als genialer Feldherr erwiesen. Seht euch doch nur den Frankreich-Feldzug an. Kommt. Der deutsche Generalstab hat ja auch noch einiges damit zu tun, nicht? Das will ich nicht bestreiten. Frankreich haben wir jedenfalls in der Tasche, was? Und England wird folgen. So, und jetzt brauche ich dringend eine Zigarette, Emil. Ja, gerne. Ich nehme an, euch geht der Quatsch da drin ebenso auf die Nerven wie mir. Die glauben an Gott und ans Geld, nur in umgekehrter Reihenfolge. Scheint großartig zu funktionieren. Ach, Vater. Na, bleib sitzen. Und du, mein Junge, schenk uns mal ein. Nett von dir. Mein Sohn erzählte mir, dass ihr euch freiwillig zur U-Boot-Waffe gemeldet habt. Naja, aber Gerd kommt leider auf ein anderes Boot. Na Mensch, wir drei als Fähnriche und dann auf einem Dampfer ist ja wohl ein bisschen komisch. Wir sind doch immer zusammen gewesen. Darauf wollen wir trinken. Ich wünsche euch, dass ihr den Krieg heil übersteht. Gleichgültig, wie er enden wird. Prost. Zum Wohl, Herr Professor. Danke, Herr Professor. Auf dass er bald zu Ende geht. Ich bin ein alter Mann und lehre seit 30 Jahren Geschichte. Ich glaube nicht, dass dieser Krieg so ausgehen wird, wie man sich da drin wünscht. Tja, aber das ist kein Thema für einen Weihnachtsabend, glaube ich. Du gehst ins Bett, Vater. Ja, es ist besser so. Ich fühle mich nicht so stark und siegesbewusst wie meine lieben Verwandten. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Professor. Gute Nacht. Gute Nacht. Los, Emil, hau ab, hol Nachschub. Das brauchst du mir nicht zweimal zu sagen. Und für dich habe ich nur noch eine besondere Weihnachtsüberraschung. Für mich? Mhm, von der Marineschule hierher nachgeschickt. Absender heißt Edith Wegener. Gerd? Mhm. Sie hat mich eingeladen. Sie? Und ihr Mann? Soll Weihnachten aus der Klinik entlassen werden. Vergiss nicht, du musst morgen nach Frankreich. Ja, aber im nächsten Urlaub fahre ich. Ja, dann Prost. Ein U-Boot-Stützpunkt in Frankreich. Wir haben einen interessanten Dampfer. Der härteste Mann der Flotte ist unser Kommandant. Der eleganteste unser erster Wachoffizier. Übrigens ein echter Prinz. Das hört aber nicht gern. Sprechen Sie ihn einfach mit dem Dienstgrad an. Und der schlappigste Mann der Flotte ist unser leitender Junior. Das ist aber nur äußerlich. Mach mal Platz, Kumpel. Aber gern. Bitte, Herrn Oberleutnant, vorbeigehen zu dürfen. Ja, komm, genier dich nicht. Verzeihung, Herr Oberleutnant, aber wir haben Sie nicht erkannt. Mach doch nichts. Ich heiße Wächter, wie Nachtwächter. Bin hier der oberste Heizer an Bord. Sieht man auch, nicht? Jawohl, Herr Oberleutnant. Herzlich willkommen. Der 1WO ist da vorn. Na los. Tag, meine Herren. Fähnrich zur See, Stollenberg. Teichmann. Ich freue mich, Sie auf unserem KDF-Dampfer begrüßen zu können. Leider sind die Erste-Klasse-Kabinen schon ausverkauft, aber dafür haben wir zwei WCs an Bord. Und hier haben Sie gleich die akademische Bildung in Person. Das ist der Doktor der Philosophie Timmler, als Kriegsberichter an Bord kommandiert. Ich freue mich sehr, ein paar gebildete Leute hier zu treffen. Einnehmen. Sehr. Kommandant, kommt an Bord! Oberdeck, Ordnung! Weitermachen. Kriegsberichter Sonderführer Dr. Timmler meldet sich an Bord kommandiert. Mhm. Kehrt. Wie bitte? Sie sollen sich umdrehen. Ah. Friert es Sie im Nacken? Wie meinen Sie? Ob es Sie im Nacken friert? Nicht, dass ich wüsste. Dann lassen Sie sich die Putzwolle wegnehmen. Wer schneidet an Bord die Haare? Torpedomechaniker Mohr, Herr Kapitän. Herr Kollege. Torpedomechaniker Mohr! Torpedomechaniker Mohr! Fähnrich zur See, Teichmann meldet sich von der Marineschule an Bord kommandiert. Fähnrich zur See, Stollenberg meldet sich von der Marineschule an Bord kommandiert. Gefreiter Mohr zur Stelle. Kehrt. Jawohl, Herr Kapitän. Wann? Sofort, Herr Kapitän. Mhm. Kann ich mich jetzt umdrehen? Sie können. Wollen wir dem Alten noch privat guten Tag sagen, bevor wir unsere Klamotten holen? Na schön, gehen wir.
Was gibt's? Herr Kapitän, wir wollten uns nur bedanken, dass Sie uns damals aus dem Wasser gezogen haben. Das ist überflüssig wie ein Kropf. Außerdem ist es unvorschriftsmäßig. Wegtreten. Bauch rein! Oh, bisschen vor. Bisschen vorkommen, so. Lächeln, Jungs, für die Heimatfront! Gehen Sie jetzt schon in die Knie, Herr Dr. Timmler? Nein, Herr Kapitän, aber die Männer sind dann größer. Dafür brauchen Sie nicht zu sorgen. Wasser gibt einen zarten Teint und fördert den Bartwuchs. Jawohl, Herr Oberleutnant. Na, da werden Sie wohl noch ein Blättchen opfern müssen, ne? Ja, es tut mir eigentlich bei dem guten völkischen Beobachter sehr leid. Wissen Sie, ich stelle mir immer noch vor, wenn hier einmal steht, unsere Feinde haben kapituliert. Fliegeralarm! Eigentlich in den Keller. Sicherungen auswechseln! Unter Trieb! Zahnschmerzen? Nein, Herr Kapitän. Hinten oben C. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. U-Boot Lütkes läuft wochenlang in tropischen Gewässern seinen Suchkurs ab. Vom Gegner ist nichts zu sehen. Ach Gott, ich gehe noch drauf bei dieser Hitze. Sie müssen nämlich wissen, dass ich feinere Nerven habe als die anderen. Ich bin Schriftsteller. Unter uns gesagt, das Deutsch, das der Kommandant schreibt, ist schauderhaft. Das Wort während darf nur gebraucht werden, wenn zwei Handlungen zeitlich parallel laufen. Lütke kann daher nicht schreiben, während der tropischen Hitze fiel der Süßwassererzeuger aus. Denn die Hitze ist ja keine Handlung. Es muss vielmehr heißen, in oder bei der tropischen Hitze. Nicht wahr? Ich kann zum Beispiel sagen, während ich mir mit der einen Hand in der Nase bohre, hole ich mit der anderen mein Taschentuch hervor. Während ich Ihnen hier zugehört habe, ist mir aufgegangen, dass Sie ein Rindfee sind. Ist das jetzt richtig? Jawohl, Herr Kapitän. Jetzt bin ich erledigt. An Kommandant, Rauchwolken in 40 Grad. Steuermann, Funkspruch abgeben. Geleitzug in Sicht. Fertig machen zum Unterwasserangriff. Klar, Mann, zum Tauchen. Auf Tauchstation.
Teichmann, fallen Sie Ihre Torpedozellen. Jawohl, Herr Oberleutnant. 500 Liter Lenzen. 300 nach vorn trimmen. Jetzt geht die Scheiße los. Einsteigen. Beide Maschinen, große Fahrt voraus. Auf 80 Grad gehen. Fluten! Fluten! Rohr 1 bis 5 klar machen zum Unterwasserschuss. Rohr 1 bis 4 klar machen zum Unterwasserschuss. Rohr 5 klar machen zum Unterwasserschuss. Bloß ein 1! Rohr 1 bis 4 fertig. Rohr 1 bis 4 fertig? Sind fertig. Sind fertig. Das Rohr schneidet unter höher raus. Höher raus. Vorne um 10. Rohr 1. Rohr 1? Rohr 1. Was? Was? Los! Treffer. Umschalten auf Rohr 2. Umschalten auf Rohr 2. Bist du umgeschaltet? Rohr 2? Rohr 2? Los! Boschhauer, Kommandant! Sinkgeräusche! Störergeräusche in 85 Grad rasch näher kommend. Auf 120 Meter gehen Sie, Ihre Einfahren. 120 Meter gehen. Beide unten nach. Notbeleuchtung einschalten. Notbeleuchtung einschalten. Säugling an Bord? Mir nichts davon bekannt, Herr Kapitän. An Kommandant, Steuerbord E-Maschine ausgefallen. EMA zu mir. Herr Dr. Timmler. Sie begeben sich jetzt sofort in Ihre Koje und schreiben mir bis morgen Mittag einen ausführlichen Frontbericht über das Thema der Unterschied zwischen einem Mann und einem Schlappschwanz. Sie können ja ein Beispiel aus dem Leben nehmen, verstanden? Haben Sie mich verstanden? Ja. Kapitän? Ach, leben Sie auch noch. Ich dachte schon, Sie seien außen Bords gefallen. Ja, was war denn nun los? Steuerbord, Schalltafel brannte. Und so, dann bringt das Ding doch in Ordnung. Jawohl, Herr Kapitän. Buchraum, Herr Kapitän. L.I., sehen Sie doch mal nach, was los ist. Jawohl, Herr Kapitän.
Übernehmen Sie so lange das Tiefenboot. Fahrgehorchpeilung? Fahrgehorchpeilung? Peilung, wandert Achter aus. Wandert Achter aus, Kaffee. Einer von den Außenbordverschlüssen leckt ein bisschen. Können wir abdichten. Der Fähnrich Teichmann zu mir. Fähnrich Teichmann? Herr Kapitän, ich habe versucht, Wer sind Sie? Was? Wer Sie sind, habe ich gefragt. Haben Sie Dreck in den Ohren? Fähnrich zur See, Teichmann meldet sich zur Stelle. Das klingt schon besser, nicht wahr? Jawohl, Herr Kapitän. Wenn Sie mir noch einmal eine Falschmeldung machen, dann schmeiße ich Sie über Bord. Was stellen Sie sich eigentlich unter einem Wassereinbruch vor? Ihre Meldung hat zu lauten, Außenbordverschluss so und so im Bugraum macht Wasser. Ist das klar? Jawohl, Herr Kapitän. Wenn Sie pissen, reden Sie auch nicht gleich von einem Wasserfall. Und jetzt verholen Sie sich. Herr Kapitän, die Steuerbord... Wenn ich rede, haben Sie Pause. Jawohl, Herr Kapitän. Sie verholen sich jetzt in Ihren Bugraum und lassen Sie von den anderen erklären, wie man einen solchen Wassereinbruch behandelt. Jawohl, Herr Kapitän. Und Sie wollen mir sicher die Steuerbordmaschine wieder klarmelden. Jawohl, Herr Kapitän. Fahrgehorchpeilung. Fahrgehorchpeilung. Peilung, wandert Achter aus. Wandert Achter aus. Ja, auf Seerohrtiefe gehen. Seerohrtiefe. Meilerung. 2WO. An Funkraum. Dann verschlüsseln Sie folgenden Funkspruch an BDU. BDU. Zwei Tanker und zwei Frachter mit zusammen 35.000 Tonnen versenkt. Unterschrift. Sie werden erwartet, Herr Fähnrich. Danke. Guten Tag, Teichmann. Guten Tag, gnädige Frau. Schön, dass Sie gekommen sind. Danke. In die gelbe Vase. Bitte kommen Sie. Danke. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie ist es Ihnen ergangen? Gut? Ich bin sehr glücklich. Sehr erfreut, dass Sie mir geschrieben haben. Bitte stellen Sie sich vorläufig dorthin, ja. Und mich eingeladen haben. Mein Mann wird auch gleich kommen. Und dass Sie mich im Lazarett besucht haben. Was wollen Sie trinken? Vielleicht eine Tasse Tee oder... Danke. Ich werde Ihnen ein Getränk mixen, ja? Bitte setzen Sie sich wieder. Aber ich liebe Sie doch, Edith. Das weiß ich. Ich bin nur Ihretwegen gekommen. Sie haben mir doch geschrieben. Bitte. Teichmann, ich vergesse nichts. Und trotzdem, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich zu Ihnen jetzt sagen soll. Der Diener muss aber noch lernen, Krawatten richtig zu binden. Jetzt sieht's besser aus, nicht? Tja, ich habe mir einen Kammerdiener zugelegt. So ein Mann ist eine feine Sache. Man braucht fast gar nichts mehr selbst zu tun. Übrigens, was trinkt ihr denn? Noch nichts, bis jetzt. Menschenskind, Sie sind doch nicht der Typ des Abstinenzlers. Nein, Herr Kapitän.
Ich mache euch jetzt was zu trinken. Nein, bleib du mal hier. Das mache ich schon selbst. Aber... Kein Aber, setz du dich schön brav in deinen Sessel. Der Teichmann muss doch mal meine Spezialmischung kennenlernen. Hoffentlich ist hier nicht wieder so scharf. Du wirst das trinken, was du bekommst. Na, wie gefällt's Ihnen denn bei Lüttger an Bord? Nicht besonders, wenn ich ehrlich sein soll. Kennen Sie ihn? Ob ich ihn kenne? Er ist mein Freund. Ich habe ihn gebeten, Sie auf sein Boot anzufordern. Schade um die Mühe. Er mag mich nicht. Ach was, das bilden Sie sich nur ein. Mit Jochen Lüttger, da lässt sich reden. Naja, ist ein bisschen unzugänglich, aber bei einem Glas Whisky, da taut er auf. Was Dummes. Siehst du, deine Spezialmischung war eben doch zu scharf. Bitte. Torpedos werden übernommen. Das Boot wird wieder klargemacht zum Auslaufen zur nächsten Feindfahrt. Mensch, diese Tränen. Die wird nicht fertig mit dieser Sache. Glaub mir, das ist zu viel für sie. Ja, aber was willst du dabei tun? Sie hat mich gebeten, wiederzukommen und ich werde es tun. Könnte doch sein, dass sie mich braucht, ne? Herein! Störe ich die Herren Fähnriche? Aber nein, Oberleutnant. Ich fühle mich irgendwie verantwortlich für Ihre Freizeitgestaltung und möchte Sie daher bitten, mit mir heute Abend die Schönheiten der Stadt anzusehen. Interessieren Sie sich für französische Architektur? Und ob, vor allem für Lebende. Mach dich nicht dämlicher, als du bist, Emil. Ich wieso? Unter uns gesagt, da soll es eine Frau geben. So eine Mischung Mulattin, Kreolin oder so. Zebra heißt sie, weil sie mit Vorliebe schwarz-weiß gestreifte Kleider trägt. Sofern sie welche trägt, wollen Sie. Sie sind ein großer Psychologe. Kleiner Anlasser? Kann nie schaden. Verhindert Spätzündung. Sie scheinen auch nicht nur Plato gelesen zu haben. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Also, meine Herren, Punkt 7 Uhr abmarschbereit. Jawohl, Herr Herr. Was really marvelous, my dear. Merci, mon cher. Mensch, das ist ja Lüttke. Der Kerl will ein Nachtgefecht führen, wie ich sehe. Na, auf dem Pflaster werden wir an Lüttke schlagen. Wenn mal ran. Ja, wenn das mal gut geht. Herr Kapitän. Madame. Mes Kamerad. Madame. Fähnriche, die Getränke. Permettez, madame. Que je prends place à côté vous. Merci. Que je vous présente, mon Capitaine. Was sagt er? Er hat Sie der Dame vorgestellt, Herr Kapitän. Das habe ich selbst bereits getan. Werden Sie nicht unverschämt sein zu hören. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, Herr Kapitän. Wenn Sie übrigens einen Dolmetscher brauchen. Ich brauche keinen. So, meine Herren, hier ist der Stoff. Danke Ihnen. Und mich entschuldigt ihr jetzt wohl. Komm, ein Pitz. Ma bouche, c'est encore davantage que de parler français seulement, madame. Je vous crois. Was ist denn jetzt wieder? Er sagt, sein Mund könne noch mehr als nur Französisch sprechen, Herr Kapitän. Es benimmt sich unmöglich, Herr Inzvio. Ja, wieso, Herr Kapitän? Ich wollte doch nur sagen, dass ich auch singen kann. Sehr witzig. Gestatten Sie, dass ich auf das Wohl des berühmten U-Boot-Kommandanten Lütscher anstoße? Genehmigt. Herr Kapitän, ding dong. Mon Capitaine, satera l'abstinence, madame. Was heißt das? Er sagt, Sie seien ein enthaltsamer Mensch, Herr Kapitän. De quoi s'abstient-il? Sie will wissen, wovon Sie sich enthalten, Herr Kapitän. De tout méchant, madame. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Herr Kapitän, madame wünscht zu wissen, warum Sie überhaupt hier sind. Das ist mir zu dumm. Guten Abend, Herr Kapitän. Bitte entschuldigen Sie mich, Herr Oberleutnant. Madame. Ein Whisky.
pur. Dasselbe. Ich weiß, Herr Kapitän, dass es mal wieder unvorschriftsmäßig ist, was ich mache, aber trotzdem gestatten Sie, dass ich auf Ihr Wohl trinke. Zahlen. Was haben Sie eigentlich gegen mich? Das will ich Ihnen genau sagen, damit Sie endlich einmal wissen, wie wir zueinander stehen. Sie gefallen mir weder als Soldat noch als Mensch. Als Soldat haben Sie die Ungeheuerlichkeit besessen, einen Offizier tätlich anzugreifen. Ach so, deshalb? Und woher wissen Sie das? Von dem Mann, der mich bat, Sie an Bord zu nehmen. Von wegen? Ihr Glück war, dass niemand den Vorfall meldete. Und kein Kläger ist es leider auch kein Richter. Selbst Wegener hat die ganze Sache erst viel später erfahren. So. Und wissen Sie auch, wer dieser Offizier war? Leutnant Pauli war nämlich ein Schwein, falls Sie das noch nicht darüber erfahren haben. Darüber steht Ihnen kein Urteil zu. Und ohne die Empfehlung meines Freundes hätte ich Sie schon am ersten Tag von Bord gejagt. So viel über Sie als Soldat. Ihr Privatleben interessiert mich nicht. Aber es scheint, dass Ihr menschliches und Ihr militärisches Niveau sich die Waage halten. Bin ich zu kurz, um sich zu ärgern über einen deutschen Offizier. Du kannst ja Deutsch. Ich kann noch mehr als nur Deutsch. Komm, wie war die Sicht? 4 bis 5 Seemeilen, Herr Kapitän. Wolkenhöhe? 1000 bis 1500 Meter, Kapitän. Und Sie wollen mir weismachen, Sie hätten das Flugzeug nicht sehen können? Herr Kapitän, die Maschine flog nicht horizontal, sondern mehr im Sturzflug. Sie kam etwa 500 Meter von dem Boot aus den Wolken, löste die Bombe aus und verschwand wieder in Wolken. Dann hat also der Heilige Geist das Flugzeug gesteuert. Ich habe keine Erklärung dafür, Herr Kapitän. Ich muss wissen, warum dieser Angriff möglich war, ohne dass wir uns wehren konnten. Sie müssen doch sowas wie Motorengeräusche gehört haben. Ich habe nur beim Abflug welche gehört, nicht beim Anflug, Herr Kapitän. Haben Sie welche gehört? Jawohl, Herr Kapitän, aber erst als die Bombe ausgelöst war. Vorher hatte das Flugzeug seine Motoren abgestellt. Das ist doch Quatsch. Woher wollen Sie denn das wissen? Sie können höchstens sagen, ich, der Fähnrich zur See, so und so habe keine Motorengeräusche gehört. Aber Ihre eben gemachte, unqualifizierte Behauptung verbitte ich mir. Verstanden? Jawohl, Herr Kapitän. Ich will den Vorfall zur Meldung bringen. Folgen haben Sie zu tragen. Ich trage Sie, Herr Kapitän. Na, Sie. Was Sie tragen oder nicht, ist mir wurscht. Ich habe keine Ahnung, um was es hier geht. Wenn das stimmt, was Sie eben gesagt haben, dann können wir unsere U-Boote verschrotten. Dann ist der Krieg für uns aus. Dann können wir uns beim Heer zum Kartoffelschälen melden. Begreift ihr Idioten das denn nicht? Ich werde Sie vor ein Kriegsgericht stellen lassen. Wir haben ein neues Ortungsgerät, das ist der ganze Witz. Und der Kommandant will das nicht wahrhaben. Was ist das eigentlich für eine Sache mit der Ortung? Ja, ziemlich kompliziert. Nicht doch, das ist ganz einfach. Das ist ein Apparat, mit dem das Flugzeug uns ausfindig machen kann, ohne dass wir es sehen. Passen Sie auf, ich will Ihnen das mal erklären. Das Würstchen da, das sind wir. Ich meine, das ist die Stahlröhre, das ist unser Boot. Und mein Messer, das ist der Ortungsstrahl, den der Gegner aussendet, um uns zu finden. Jetzt sucht er uns. Passen Sie gut an. Und jetzt ist er so plötzlich über uns. Das Würstchen merkt noch gar nichts davon. Und dann stößt er nieder. So. Und so. Und so. Und so. Das ist die Ordnung. Und das sind wir. Gewesen. Auf Gefechtsstationen. Auf Gefechtsstationen. Rohr 1 bis 5 klar machen zum Unterwasserschuss. Rohr 1 bis 4 klar machen zum Unterwasserschuss. Rohr 5 klar machen zum Unterwasserschuss. Rohr 1 bis 4 sind klar. Rohr sind klar. 5 ist klar. Rohr 1 fertig. Rohr 1. Kommando zurück. Schnell auf 20 Meter gehen. Seerohr einfahren. Beide unten ab. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Eine Korvette läuft auf uns zu.
Zero-Tiefe gehen. Zero-Tiefe gehen. V1 fertig. V1 fertig. Ist geschaltet. V1. V1. Los! 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 V2. V2. Los! 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 Vor drei. Los, los. Los. Lever. Vor vier. Los, los! Zwei Treffer. Ja, ein zweiter neben. Auf 150 Meter gehen. Mündungsklappen schließen. Mündungsklappen schließen. Los, schnell, schnell. I'm receiving signals at 88 degrees. Could be enemy submarine. Impulse is fairly clear. I'm keeping contact. Der Ortungsstrahl. Da haben wir uns geschnappt. Die wollen sich bloß einen Orden verdienen. Von mir kriegen sie keinen. I've established contact with enemy submarine at 92 degrees. Impulses clear and constant. Fire! Grundbeleuchtung einschalten. Wir haben uns verloren. Ich habe Sie nicht um Ihre Meinung gefragt. Jawohl, Herr Kapitän. Wie viel brauchst du? Lass mich da raus! Lass mich raus! Bring das Kind zum Bett. So geht es durch den Rest des Tages und die ganze Nacht. Korvette gegen U-Boot. Und es sieht aus, als bliebe das U-Boot für immer unter Wasser.
Herr Kapitän. Herr Kapitän. Was geht's? Die Batterien der E-Maschine sind so gut wie leer. Wir befinden uns jetzt immerhin seit über 16 Stunden unter Wasser. Aha. Was sollen wir jetzt machen? Auftauchen. Was? Wenn ich hier unten verrecke, dann tauche ich doch lieber auf. Verstanden? Jawohl, Herr Kapitän. Klar, Mann, zum Auftauchen. Los, komm hoch, Seemann. Klar, Mann, zum Auftauchen. Klar, Mann, zum Auftauchen. 500 Lenzen. Herr Kapitän. Ja? Wenn wir oben ankommen, was ist dann? Wenn es in Ordnung für dämliche Fragen gäbe, dann würden Sie ihn jetzt bekommen. 2WO. Auf Stereotiefe gehen. Okay. Wolle, Kapitän. Geheimsachen klar machen zur Vernichtung. Jawohl, Kapitän. I repeat, message to Admiralty. Due to high seas and lack of ammunition, pursuit of enemy submarine has become hazardous. Action broken off. Signature. Ellie? Herr Kapitän? Ein ganz hübscher Seegang, was? Ich würde das als Sturm bezeichnen. Ich glaube, wir können Geburtstag feiern. Jawohl, Herr Kapitän. Wie weit sind wir denn? Alle Schäden behoben. Bis auf die Verkleidungsklappe von Torpedorohr 4. Die ist völlig verklemmt. Beeilung! Sonst rotzen die uns wieder den Laden voll. Wir tun ja, was wir können. Los, Jungs, macht weiter. Die beiden kommen jetzt hoch. Ja, ist gut. Nichts zu machen. Saughalten! Der Alte macht uns heute zur Sau. Mich nicht. Herr Kapitän, wir müssen die Arbeiten abbrechen. Die Leute schaffen das einfach bei dem eiskalten Wasser nicht mehr. Schlappschwänze. Sollen Sie eine Wärmflasche mitnehmen? Ein Tauchretter für mich. Tauchretter für den Kommandanten. Tauchretter für Kommandanten. Lassen Sie sich abfrontieren. Schnall mich ab. Ist die Klappe offen? Lässt sich nicht öffnen.
Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, Sie sollen sich Ihre Antwort überlegen. Sie können allenfalls sagen, ich, der Fähnrich zur See Teichmann, kann die Klappe nicht öffnen. Aber nicht, sie lässt sich nicht öffnen. Verstanden? Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Herr Kapitän. Sie gehen jetzt noch mal runter und öffnen die Klappe. Los, runter. Schnall mich an. Jetzt habe ich zum letzten Mal getaucht. Jetzt kann mich der Kommandant am Arsch lecken. Ja, das wird er nicht tun. Auch nicht, wenn Sie gerade ausgiebig gebadet haben. Los, gehen Sie raus! Lassen Sie sich trocken legen. Gehen noch mal rein. Runterlassen. Gehorsams als erster Wachoffizier. Beide Maschinen gehen langsame Fahrt voraus. Kurs 162 Grad. Legen Sie das dem 1WO zur Gegenzeichnung vor. Es ist zu spät, Herr Kapitän. Der 1WO ist tot. Stell dir vor, der Kerl ist Leutnant geworden.
Gerd Heine, der Mann mit der frechsten Klappe. Und jetzt trägt er die Leutnants Streifen spazieren. Und wir sind nach Bremen eingeladen, um seine Beförderung zu begießen. Weißt du noch, alte Professor Heine mit seinem Weinkeller? Hm? Hey, du hörst mir gar nicht zu. Doch, doch. Du, Hans, es geht mich an Dreck an, aber geh nicht zu Wegeners. Warum nicht? Es wird nur Kummer geben. Bitte, kommen Sie herein. Tun Sie ganz so, als ob Sie zu Hause wären. Nehmen Sie Platz, am besten hier. Danke. Diener haben wir nicht mehr, ist abgeschafft. Machen wir alles allein. Na, wie geht's mit Lüttke? Rauchen Sie? Danke. Steht ihr immer noch auf dem Kriegsfuß miteinander? Ich glaube, wir sind uns ein bisschen näher gekommen. Na also. Sehen Sie. Danke. Sehen Sie, mit der Zeit lösen sich alle Probleme. Wenn sie noch so unlösbar scheinen. Teichmann, ich will Ihnen ja keinen Zirkus vormachen. Ich sehe nichts mehr und werde nie wieder etwas sehen. Es gab mal eine Zeit, da habe ich die Engländer verflucht, weil sie bei mir nur halbe Arbeit geleistet haben. Diese Zeit ist vorbei, ja. Zwei Menschen verdanke ich, dass ich noch am Leben bin. Ihnen und ich weiß, dass Sie eben Ihr Gesicht verzogen haben, stimmt's? Ja. Das verstehe ich. Ich wollte sagen, Ihnen und meiner Frau verdanke ich, dass ich noch am Leben bin. Gerade Ihnen möchte ich das sagen. Als Sie das letzte Mal hier waren, da war alles noch zu neu, zu ungewohnt. Wir waren mit all den Dingen noch nicht fertig geworden. Jetzt sind wir es. Ja. Wissen Sie, was ich begriffen habe? Das mit dem Leben, das ist eine große Sache. So gering ist das Leben nämlich gar nicht, wie man es einschätzt, solange man noch gesund ist. Aber das wissen Sie ja wohl selbst. Ah, da ist sie. Moment. Edith! Ja? Ich habe eine Überraschung für dich. Teichmann ist da. Tag, Teichmann. Wie geht's? Danke. Sie sind älter geworden, wie wir alle. Komm, mach uns einen schönen Begrüßungsturm zurecht. Ja, gern. Wissen Sie, wir haben unser Leben eingeteilt. Jeder hat seine bestimmte Aufgabe. Was der eine nicht kann, das tut der andere. Sie brauchen also keine Angst mehr zu haben, die Gläser zerbrechen diesmal nicht. Ja, ich habe inzwischen gelernt, ein Spezialgetränk zu machen. Danke. Danke. Und nun trinken wir auf Ulüttke. Möge es immer wieder auftauchen. Ich bin überflüssig. Mensch, lass mich doch mit deinem Quatsch. Du kannst ruhig mal zuhören, ist mir verdammt ernst. Werden die alle gesoffen? Ich? Wird mir dieses Haus nicht mehr so leer vorkam. Wieso leer? Verstehe ich nicht. Komm, setz dich her hier. Danke. Sag mal, was würdest du machen, wenn Leute, auf deren Befehl du selbst bereit bist zu sterben, deinen Vater umgebracht hätten? Was? Ja. Darüber grübel ich nämlich die ganze Zeit. Wer hat wen umgebracht? In diesem Schreiben hier, da teilt mir die KZ-Verwaltung Belsen mit. Mein Vater sei plötzlich an einer inneren Krankheit verstorben, ob ich Wert auf seinen Leichnam lege, wenn ja, die Überführungskosten betrügen so und so viel Reichsmark, zu überweisen auf Postcheckkonto Nummer so und so viel. Freigabe der Leiche nach Überweisung des Geldes, Herr Hitler. Aber Gerd, dein Vater hat doch nichts getan. Er hat doch nichts verbrochen. Doch, doch, er hat. Er hat sich abfällig über die Kriegführung geäußert. Außerdem hat er eine kriminelle Vergangenheit. Dein Vater? Mhm. Seine Großeltern, die waren nämlich Juden. Der und ich bin. Und ich bin Vierteljude oder Achteljude, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich habe mir überlegt, wenn ich später mal keine Jüdin heirate, dann werden meine Kinder 16. Juden und sie können leben. Ich glaube, 16. Juden tut man nichts. Hast aber ein Witzle gemacht, wie der Vögel sagen. Sei nicht zynisch, Gerd. Ich bin nicht zynisch!
Kein Mensch ist von Natur aus zynisch, aber... manchmal ist es die einzige Art, über gewisse Dinge hinwegzukommen. Sieh mal, übermorgen, da soll der Leutnant zur See Heine, einziger Sohn eines im KZ hingerichteten Mannes, auf einem U-Boot in See gehen, um für den Stand der abendländischen Kultur zu kämpfen. Weigere ich mich, dann legen sie mir wegen Feigheit vor dem Feind den Kopf zwischen die Beine. Und dabei haben sie mich doch kürzlich wegen Tapferkeit vor dem Feind zum Leutnant befördert. Was soll ich denn machen? Gerd, kann ich dir helfen? Kann ich... Komm, setz dich wieder hin. Das lohnt sich nicht, wegen uns aufzustehen. Wir beide, wir sind ganz kleine Fische und wir werden alle, der eine früher, der andere später, von den Haien gefressen werden. Jenen Herrn, die einem Riesenhai gehorchen, der nur vom Töten lebt. So, nun gehen die kleinen Fische ins Bett. Gute Nacht, Hans, ruh dich aus. Du kennst ja dein Zimmer. Ja, aber morgen... morgen haben wir noch den ganzen Tag Zeit. Morgen sieht vielleicht alles anders aus. Gute Nacht. Gute Nacht, Gerd. Hier in dieser Uniform nicht blicken lassen. Komm. Mir scheißegal. Du bist doch eine Klasse, Mensch. Komm hier raus, du. Nichts zu machen, Klein Dora, heute nicht. Du Idiot. Will doch gar nichts von dir. Will dich hier raus haben, bevor die Marinestreife dich schnappt. Sie sollen nur kommen. Lass sie nur antanzen, die Brüder. Die. Mann, sei doch vernünftig, du. Dora, du bist doch ein Mensch. Es gibt Leute, die nennen mich das Mensch. Ach, lass sie. Hör mal, Dora. Gerd Heine. Mein Freund Gerd Heine hat sich umgebracht. Freut euch des Lebens, aus wo der erdliche Sense basiert. Alle die Jungs sind richtig, was? Die haben's erfasst. Mal her, ja. Ruhe! Halt die Schnauze halten! Hallo, was bin da? Ihr seid alle meine Freunde. Dann gib mal jetzt mal den Lager auf! Das kann jeder sagen, mein Lieber. Nur schade, dass ihr so dumm seid. Dass ihr so gottverdammt blöde seid! Du mal langsam! Werd mal nicht frech da vorne! Ah, ihr glaubt doch an den Weihnachtsmann! Ah, der ist tot! Aber der Hai... von dem wisst ihr nichts. Der große Hai und die kleinen Fische. Ja, und die kleinen Fische, das seid ihr. Und er wird euch fressen. Uns alle wird er fressen. Uns alle. Uns alle. Uns alle. Uns alle. Mensch, Hans, los, nun beeil dich doch. Wir müssen noch den Zug nach Frankreich kriegen. Ja, ja. Dora, wenn du wüsstest, was ich angestellt habe, um ihn zu finden. Ich habe die ganze Stadt von einem Ende bis zum anderen abgeklappert, bis ich auf die Idee kam, hier mal reinzugucken. So was Dämliches, wo soll ich denn sonst sein? Ja. Danke, Dora. Trinken wir noch ein? Du hast eigentlich von gestern Abend genug.
Aber zum Abschied. Meinetwegen. Ich habe darüber nachgedacht, was du über den großen Hai gesagt hast. Ich glaube nicht, dass er uns alle fressen kann. Wir kleinen Fische sind zu viele. Uns wird's immer geben. Darauf sage ich Prost. 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 Ja, nun hau ab. Wiedersehen, Dora. Tschüss. Tschüss. Lieber Gott, bringen Sie zurück. Liegt auf Grund. 40 Meter Tiefe. Fertig machen zum Aussteigen! Lassen Sie Konserven ausgeben. Jeder soll so viel essen, wie er kann. Ich weiß nicht, wie lange wir schwimmen müssen. Vorschiff ist klar. Vorderes Kugelschott öffnen. Sind das alle? Jawohl, Herr Kapitän. Das sind alle. Stollenberg. Wo ist Stollenberg? Stollenberg! Halt die Schnauze! Der ist da, wo die 30 anderen auch sind. Im Achterschiff. Abgesoffen. Lass mich doch durch. Leg den auf meine Koje. Der Funkmast soll ihn verbinden. Tauchräder anlegen. Eli, instruieren Sie die Leute noch mal. Jawohl, Herr Kapitän. Spindel am Turmlug lockern. Jawohl, Kapitän. Los, hier Büchsen verteilen. Fertig machen zum Aussteigen. Das ist ein Befehl. Für mich gibt's keine Befehle mehr, ich bleibe hier. Das könnte Ihnen so passen. Jetzt gibt's nur noch eins. Aussteigen und überleben. Ich hab diesen Scheißkrieg nicht gewollt. Aber ich habe ihn fair geführt, sobald es an mir lag. Ich werde ihn auch fair beenden. Ich bin der Kommandant dieses Bootes. Egal, ob es auf dem Meeresgrunde liegt oder oben schwimmt. Und als solcher befehle ich Ihnen jetzt auszusteigen. Andernfalls werde ich Ihnen in aller Freundschaft und Güte ein paar in die Schnauze schlagen. Haben Sie mich verstanden? Hauen Sie ruhig zu. Das haben Sie vom ersten Tag an getan. Ich habe auch mal einen in die Fresse gehauen. Als mich Stollenberg aus dem Heizraum geholt hat. Jetzt liegt er hinterm Schottern. Ich habe alle meine Freunde verloren. Und
die einzige Frau, die ich liebte. Aber das geht sie nichts an. Es ging mich etwas an. Das ist erledigt. Los, ist jetzt. Los, ist! Wir werden nachher alle ganz hübsch nass werden. Aber anschließend werden wir den Himmel sehen. Glauben Sie, dass er blau ist? Immer ist der Himmel irgendwo blau. Es kommt nur darauf an, dass man gerade darunter steht. Morchen, reiß dich jetzt zusammen. Du willst auch hier raus, oder was ist los? Jawohl, Oberleutnant. Na also. Also pass auf und hör zu. Ihr habt zwar schon tausendmal gehört, aber ich sag's noch einmal. Wenn ihr vom Boot bis an die Wasseroberfläche in einem Zug durch auftaucht, dann ist Sense. Also, ruhig Blut und die Nerven behalten. Was ist? Los, setz dich hier hin, mein Junge. Ich öffne jetzt die Torpedorohre und flute das Boot. Jawohl, Kapitän. Noch eins. Unsere Brücke ist höchstwahrscheinlich zerschossen. Das heißt, dass spitze Eisen und Stahlteile vorstehen und es könnte sein, dass euer Tauchretter aufreißt. Ihr wisst, dass dann aus ist. Also, wenn ihr durch Turmlu kommt, vorsichtig! Klar? Jawohl, Oberleutnant. Also, Hals und Beinbruch. Wasser! Bis hier oben gestiegen ist. Dann ist der Wasserdruck ausgeglichen. Dann steigen wir aus. Mundstück einführen. Nasenklemme aufsetzen. ...40 Meter Wasser drücken auf das U-Boot. Lütke muss es mit Wasser volllaufen lassen, damit die zusammengepresste Luft im Innern des Bootes das Turmloch öffnet. Dann erst können die Männer aussteigen. Steig rein!
In der Morgendämmerung des nächsten Tages entdeckt ein deutsches Vorpostenboot die Männer und zieht 8 Überlebende aus dem Wasser. Unter ihnen war Teichmann. Ewig ist das Meer, gejagt und getrieben. Sie waren ein großes Heer. Wo sind sie geblieben? Frag doch das weite Meer.